Und damit habe ich sogar tatsächlich Rang 3 geschafft. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 12 by Sleep. Wir haben Rang 3 hier erwischt und Illusion Z erhalten. Okay. Ich bin gespannt, was das sein soll. Ich werde trotzdem kurz einen Cut machen. Wir sehen uns dann gleich wieder beim Kommandobrett. Okay, ich habe die letzte Truhe noch gefunden. Die war einfach hier hinten. Nehmen wir die auch noch mit, wenn wir mal dabei sind. Und wollen jetzt wieder ins Cinderella Zimmer. Und da waren wieder die Gegner. Naja, egal. Jetzt gerade brauche ich die nicht unbedingt. Später müssen wir die ja auch noch alle suchen, um die 100% voll zu kriegen im Endeffekt. Weil ich nicht mal sicher bin, ob wir eins davon komplett besiegen müssen. Aber gut. Wir müssen ja eh eigentlich gleich da sein, ne? Ja. Brauche jetzt auch nicht großartig nochmal einen Cut machen. So, das Illusion Z macht, dass ich mich in so einen Läufer verwandle. Und dann auch dessen Fähigkeiten nutzen kann. Ja. Das ist so ziemlich alles. Mal schauen, vielleicht kann man die Dinge irgendwie fusionieren oder irgendwas zu irgendwas Guten, aber ob ich unbedingt zu so einem Läufer werden will, fraglich. Aber ist immerhin was Nettes extra. So. Machen wir das Hofballbrett. Mit 6000 Punkten als Minimum, okay. Schauen uns das Ding mal an. Und schauen uns vor allem auch an, was denn da das Wichtige ist. Wie gesagt, es gibt immer ein, zwei Sachen, die wichtig sind hier, die man sonst nirgendwo kriegen kann. Und tatsächlich ist es nur Cinderella und wir. Das macht das Ganze natürlich einiges übersichtlicher. So, schauen wir doch mal. Was haben wir hier zum Beispiel? Fokusblocken, das hört sich schon mal nicht schlecht an. Das ist eine Betäubungsklinge. Du wahrscheinlich. Kometenschauer, ja. Das Ding ist das Wichtige. Blitz. Stopp. Stopp ist aber auch ziemlich gut. Ah. Stopp würde ich mir gerne holen, aber hier dieser Kometenschauer ist das Wichtige. Okay. Hauen wir gleich mal zwei Würfel rein. Check this out. Kommen. Und in der anderen Richtung. Würde ich da hinkommen. Und da oben würde ich entweder da oder da hinkommen. Okay, dann gehen wir erstmal nach links, würde ich sagen. Nice. Holen uns gleich den einen Kontrollpunkt. Kriegen eine neue Kommandokarte und legen eine dahin. Sind alle Stufe 1 Dinger, also passt das. Alright. Natürlich immer sinnvoller, die Dinger dahin zu legen, die noch nicht gelevelt sind. Denn wenn man sie auflevelt, hat man dann was. How nice. So. Schau mal, ob ich davon jetzt was bekomme. Jawohl, ja. Das Fokusblocken, das ich sogar haben wollte. Wunderbar. Kann ich mir leider natürlich oben das Ding nicht leisten, den Kometenschauer. Aber da werde ich noch dazu kommen, denke ich mal. Oh. Ah, das Fokusblocken hätte ich auch gerne. Insofern passt das. So, dafür habe ich nicht genug Kohle mehr. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, erst nach rechts zu laufen. Weil da die Punkte weniger kosten, die ganzen Felder weniger kosten, dass man sich erstmal ein paar Punkte holt. Bevor man sich hier die teuren Sachen kauft, wenn man noch gar kein Zeug hat. Okay, noch Joker-Kommandokarte. Ich könnte halt noch wieder einfach nach unten gehen. Ich glaube aber jetzt einfach in die Richtung zu gehen, macht am meisten Sinn. Also gehen wir da lang. Achso, da lande ich natürlich da dazwischen, verdammt. Da war ich dann nicht mehr geachtet, wie viele ich noch übrig habe. Punkt hätte ich dann sonst nicht unbedingt weggeschmissen. Oh.
gut. So. Machen wir unsere Joker-Chance rein. Tada! Ah, Betäubung, wunderbar. Natürlich auch nicht schlecht. Dann darfst du erstmal eine Runde lang nichts mehr machen. Beim Gegner ist die Betäubung sowieso besser als zwei Würfel. Wenn man halt zweimal würfelt im Endeffekt trotzdem, aber man hat auch zweimal die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Hier lege ich auch ein Kommando hin. Aber mal dich. Das ist Donnerwetter. So, du kannst dich nicht bewegen, wunderbar. Und wir nutzen nochmal zwei Würfel. Check this out. Damit wir schön schnell uns wieder nach da oben bewegen können. Yeah. Wunderbar. Ja, ein paar Punkte weggeben ist jetzt nicht schlimm. Wir haben schon drei Kontrollpunkte mehr als Cinderella. Sollte also weniger das Problem sein. How nice. Auch wenn es jetzt leider Stopp holt. Wie gesagt, das Stopp hätte ich schon auch gerne. Aber das kriegen wir zur Not auch anders. Also ist jetzt nicht so, als müsste ich das jetzt unbedingt hier bekommen. Thank you. So, dann erhöhen wir mal die Stufe eines Feldes. Machen wir mal unser Donnerwetter hoch. Und dadurch, dass wir das jetzt hochleveln, levelt es halt auch. Also dadurch kriegt es Erfahrungspunkte im Endeffekt. Darauf. So, Bibidi Babidi Boo. Was darf sie denn jetzt hier machen? Nochmal einen Würfel. How nice. Und Anzahl der Augen als Punkte. Das war ziemlich viel. Dadurch hat es jetzt mega viele Punkte aufgeholt. Ja. Und kommt mir tatsächlich jetzt ziemlich nahe. Und wird auch eher die Runde beenden. Als ich. Das ist ein Problem. So, schon mal einen Hut hin. Da sind natürlich auch die 10% Bonus. Genau drauf zu stehen. Sie hat jetzt richtig gut Punkte gemacht. Aber vielleicht schafft sie es trotzdem nicht ganz. So, jetzt muss er auch erstmal da dran vorbei. Da gibt es genau ein sicheres Feld dazwischen. Aber sie steigt schon mal direkt auf mein erstes, was recht teuer ist. Das finde ich sehr gut von ihr. So. Noch eine Kommandokarte. Und jawohl, sie steigt gleich auf das nächste. So muss das doch laufen. So, jetzt muss ich eigentlich nur hoffen, dass ich jetzt irgendwie da drauf komme. Jawohl, sie steigt auf eins nach dem anderen. Passt mir natürlich. Ich muss halt nur irgendwie da oben auf das Feld kommen gerade. Gerade leider nicht mit dieser Würfelung. Okay. Ich meine, sie hat drei Felder mitgenommen. Mehr kann ich mir wohl nicht erwarten. So. Dann nochmal zwei Würfel hier. Hm.
Hat mir jetzt natürlich nicht wirklich viel gebracht. Wie gesagt, ich versuche gerade eigentlich nur da oben das Ding zu bekommen. How nice. Ich kann ja mal einen Richtungswechsel machen. Check this out. Kann ich zumindest jetzt einmal die Dinger nochmal mitnehmen. Ich steigere nochmal die Punkte um, die Felder um 2%. Jawohl, ja. Da haben wir es doch endlich. Das Bonusfeld wollen wir gerne haben. Und jetzt kann ich auch nochmal weiterspielen. Wunderbar. So, sehen wir uns jetzt natürlich auch die ganze Zeit noch Felder. Baut sich damit einen kleinen Vorteil aus, natürlich im Gegensatz zu mir, der jetzt die ganze Zeit seine Punkte hier nur weggeschmissen hat, beziehungsweise seine Züge weggeschmissen hat und die ganze Zeit noch im Kreis gelaufen ist. Ne, gehen wir da lang. Kriegen wir nämlich nochmal einen Bonus. Thank you. Mit ein bisschen Glück könnten wir das sogar noch schaffen direkt, weil ich komme auf 22 Punkte, die mir fehlen. Beziehungsweise kriege ich jetzt dadurch, dass das mehrfach angestiegen ist, auch mehr Punkte auf den Ding. Die weiß ich gerade nicht. So, sie kontrolliert jetzt alle weißen Zonen anscheinend. Wodurch sie da noch mehr Bonus bekommt. Ja, man bekommt mehr Punkte. Wunderbar. Gut, dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch ins Ziel kommen. Steigern wir nochmal in der Stufe ordentlich. Solange ich jetzt nicht unbedingt auf alle ihre Felder komme, sollte ich das nämlich einfach schaffen. So, die bekommt jetzt aber auch ordentlich Bonuspunkte. Ah, nicht annähernd genug. Um mich zu überholen. So. Okay, ich hätte nur Verwirren noch. Okay, das waren 89 Punkte, das ist okay. Das möchte ich aber auch nicht abkaufen, nein. Wenn ich jetzt abkaufen würde, würde ich nicht direkt gewinnen können. Was aber gerade mein Ziel ist, einfach jetzt sofort zu gewinnen. Aha. Da sie natürlich jetzt da drüben lang geht, wird es ein bisschen einfacher für mich. So, ich benutze mal einen Punkt des Schutzes. Weil der Kubus nicht bei mir ist. In dem Fall jetzt auch nicht wichtig. Was leveln wir denn mal? Komm, leveln wir gleich mal den Kometenschauer. Thank you. Also, ich finde es natürlich genau dazwischen zu stehen, beziehungsweise davor zu stehen. Gibt mir leider keine Punkte mehr. Ist aber nicht wichtig. Wie gesagt, ich brauche jetzt nur noch ins Ziel kommen. Dass ich die 300 Punkte verliere, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Dann nehme ich nochmal den Punkteschutz mit drin ab. Den haue ich mir gleich nochmal rein. Die fehlen jetzt aber auch nicht mehr allzu viele Punkte, ne? Sie hat einen weiteren Weg, weil sie wird wahrscheinlich keine 100 Punkte finden. Obwohl, sie könnte sogar tatsächlich die Punkte voll kriegen. Wäre ich nämlich jetzt auf einen ihrer Felder gelandet, hätte ich, glaube ich, die Punkte ihr geben müssen, dann hätte sie jetzt einfach gewonnen. So hat sie es aber zum Glück nicht. Warum man sie da kein Kommando mehr drauflegt. Na guck, selbst ich lege noch ein Kommando hin. Einfach weil. So, damit haben wir's. Sehr schön. Sie hätte tatsächlich nur noch ein bisschen gebraucht. Und hätte gewonnen. Aber wir haben auch sehr viel Zeit vertrödelt. Aber wir haben's. Und wir haben auch den Kometenschauer. Alright.
für das Fokusblocken, genau, haben wir auch bekommen. Verstärkungsringe hoch, Gift hoch, Fokusblocken, Rachewurf, Kometenschauer und Donnerwetter auch aufgelevelt, wunderbar. So muss das doch laufen. So. Nee, Kommandodex, so. Die Fusionen lassen wir erstmal weg. Fokusblocken, was bringt mir denn das? Angriff von vorne ab zu einer erfolgreichen Abwehr regeneriert die Fokusleiste etwas. Hört sich doch gut an. Also einfach besser, ja. Sehr schön. Stummel und Vita sind voll. Habe ich noch einen Vita? Ja. Können wir auch noch einen Vita kaufen? Vermute ich mal. Ja, Blitz kaufen. Können wir aber lieber nochmal einen Vita? Zwei Stück, komm, her mit. Damit ich nämlich jetzt erstmal Vita mal leveln kann neu. Damit ich die dann im Nachhinein fusionieren kann. Vita und Vita dürfte Vitra ergeben. Und Vitra dann wieder Vigra, also. Das wollen wir natürlich dann haben. Aber gut, damit haben wir erstmal den Palast der Träume abgeschlossen. Und wollen nun zunächst das Verwunschene Reich, oder? Gehen wir erstmal in die Mirage Arena. Aber wir können ja mal kurz reinschauen. Viel machen werden wir hier eh nicht können, glaube ich. Aber später müssen wir hier noch sehr viel machen, weil hier gibt es einige Gegner, die es noch hier gibt. Die Mirage Arena. Okay. So, schauen wir mal, was es für uns jetzt hier gibt. Hallo? Aha. Willkommen in der Mirage Arena. In der Mirage Arena stehen mehrere Spielmodi zur Verfügung. Arena, Kommandobrett, Karambolagerennen. Genau, hier kann man jetzt auch noch seine Rüstungsfarbe ändern, wenn man das möchte. Ich spiele jetzt gelblich. Ich bleibe aber einfach bei der normalen Farbe. So. Und zwar ist das hier prinzipiell einerseits der Mehrspielerplatz, andererseits aber auch noch einiges, was man andere Sachen machen kann. Hier kann man zum Beispiel die ganzen Gruppensachen kaufen. Bringe mit deinen Freunden eine Lichtkugel zur Explosion, drücke rechtzeitig X, um die Wirkung zu steigern. Siegespause, vielleicht passiert was Besonderes. Stehaufmännchen ist tatsächlich was Interessantes, was so noch gut ist. Gruppen Vitra oder Vita regeneriert von der ganzen Gruppe. Also, das ist alles so ein bisschen auf Risikoticket. Okay. Aber man kriegt hier auch die ganzen Kristalle. Das ist so ein bisschen auf Mehrspieler eigentlich aufgebaut, aber man kann hier vieles halt auch alleine machen. Oder muss es sogar. Jetzt mal hier auf die Arena zum Beispiel gehen. Wir sehen hier mal Rang 1, Tag der Abrechnung, knallhart 5-mal oder weniger. Muss der knallhart einsetzen oder was? Ist der bitte knallhart? Ich hab keine Ahnung. Machen wir das einfach mal. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wie gesagt, man kann ja auch mit mehreren Spielen mit der PSP damals. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier irgendwie gemacht wird, dass man das online mit anderen spielen kann. Wäre recht interessant. Okay. Ist ein bisschen gestiegen, sehr schön. Der Rachewurf auch gleich nochmal. Also anscheinend kriegen wir jetzt zumindest schon mal ganz gute Erfahrung. So. Hier gibt es später ganz interessante Kämpfe.
schon auch mal wichtig hier. Werden nämlich die Gegner schön klein und man kann sie einfach so über den Haufen laufen. Ähnlich wie mit dem, Mit dem. Sehe gerade erst, dass ich nicht mal heilen sollte. Ähnlich wie mit dem Wolkenäuel im Endeffekt. Außerdem können die sich dann nicht wehren. Das kommt noch so dazu. Also wie das Resultat ist. So, die Runde ist kaputt. Runde 2. So. Und man sieht auch, D-Links gibt es hier nicht. Also man kann leider keine D-Links benutzen. Man muss wirklich so kämpfen, wie man kämpft. Bisschen schade, aber hey. Ein bisschen wie D-Links hier zu leveln wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Aber das kann man leider nicht. Allgemein ist das halt ein sehr guter Ort zum Leveln. Schau mal kurz. Wir nutzen immer schön weiter den Abschlussangriff erstmal. Der noch hart ist. Und dann mal kurz mit der Seite hier. So, das war gut. Da muss man ja auch rechtzeitig drücken. Ja, genau rechtzeitig drückt, so in der Mitte dann kriegt man noch mehr Schaden raus. Oh. Schön meine Fokusleiste wieder aufladen. Damit ich euch einfach blocke. Dann hau ich euch nämlich einfach das Ding in die Ohren. So. Da ist gestiegen, wunderbar. Oh, das nochmal. Ja, zu langsam. Dann wird es leider auch abgebrochen. Wenn man es genau perfekt macht, bekommt man dann nämlich auch mehr Punkte. Beziehungsweise darf dann nochmal angreifen mit dem Ding. Bitte auch nach Hause. Wunderbar. Gott, so schlecht wie hier. Ja. Schauen wir mal. Das war wieder zu langsam, verdammt. Dann
Mist, ich wollte doch erstmal den Vogel erwischen. So. Ja, komm. Aua. Wunderbar. Und jetzt haben wir dich am Boden. So, das war Runde 2. Und jetzt kommt Runde 3 und es kommt euer Boss. Ein Boss, auch ein sehr uniker Gegner, den man nur hier treffen kann. Ein sehr interessantes Monster. Der Chef der Arena, könnte man sagen. Exzellent. Das war zu langsam. Verdammt. Aber immerhin einmal exzellent. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. In den Angriff kann man nichts wirklich machen, soweit ich das weiß. Und dann. Ja, das ist nämlich problematisch, wenn man dann so in die Ecke gedrängt wird von dem Angriff. Okay. Okay, so richtig ran komme ich nicht an ihn. Okay, jetzt verschwindet er auch noch. Eieiei. Ich weiß gerade nicht, wie ich gegen ihn kämpfen muss. Ist schon sehr lange her, dass ich gegen den Typen gekämpft habe. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ist das nicht unbedingt der einfachste Gegner. Jetzt wird er noch wütend. Okay, was? Ja, dann macht es so, erstmal wieder in Deckung zu gehen. Damit ich meinen Vita wieder voll habe. Ich habe natürlich jetzt auch gerade keinen Angriff, mit dem ich ihn wirklich aus der Entfernung draufhauen könnte. Also meinen Ragnarök halt. Okay, er geht wieder in den Boden. Das hat er mich nicht erwischt, sehr schön. Bleiben wir schon hier. So, jetzt hauen wir es mal ab. So. Wie gehe ich denn am besten gegen dich vor? Ich habe ja gerade echt keine gescheiten Angriffe für dich. Nur meinen Fokusangriff. Kann ich seine normalen Schläge blocken? Ja, das kann ich, okay. Okay, jetzt kommt das Ding wieder. Und die Laser blocken. Ich stehe genau unter ihm. Ich kann gerade nichts machen. Ein bisschen die Fokusleiste damit aufladen, im Endeffekt. Ich
Was tatsächlich mein einziger gescheiter Schaden ist. Ja, wieder verschwunden. Ich merke immer, wenn er so rumschwingt. Das war natürlich ein sehr spannender Kampf. Man, der hatte vor allem auch so viel. Naja. Hätte ich ein bisschen mehr Zauber. Im Sinne von Feuer oder Eis. Würde ich mich definitiv besser stellen gegen ihn. Okay, das kann man nicht blocken. Gut zu wissen. Und ja, man muss halt auch sagen, ich rolle sehr viel. Was einfach daran liegt, dass das einen fast unverwundbar macht, wie man sieht. Also er ist genau über mir aufgetaucht, dadurch, dass ich die ganze Zeit gerollt bin, habe ich trotzdem keinen Schaden genommen. Also das ist voll intended. Schlecht. Müssen wir erstmal hier aus dem Ding rauskommen. Das ist interessanterweise aber auch so klappt einigermaßen. Einigermaßen, wie gesagt. Solche langen Angriffe kann ich halt leider nicht damit. Können wir jetzt endlich mal hier raus? Danke. Das war knapp. Okay, jetzt wieder ein Buddel. Das war wenigstens ein bisschen Schaden wieder. Das wollte ich nicht. Damit ich erwischt hat. Ah, ich bin doch verschwunden. So, einfach schön. Was? Ja, ich hab das geschafft. Ja, okay. Alles auch noch Zeitverschwendung. Weil er mich im Endeffekt dann doch besiegt hat, weil mich das Scheißding irgendwie erwischt hat, obwohl ich eigentlich dachte, das würde mich da nicht erwischen. Na gut. Habe ich natürlich jetzt auch nichts davon. Außer ein paar Level. Gut, aber das ist die Mirage Arena. Wir werden uns, wie gesagt, dann erstmal später drum kümmern, das macht mehr Sinn. Ich wollte es jetzt eigentlich nur mal zeigen und dachte, dass ich wenigstens das Ding schaffen würde. Und hätte ich wahrscheinlich auch, wenn ich gescheitere Attacken dabei gehabt hätte. Seien wir mal ehrlich, Gifthieb und sowas ist gegen diesen Gegner nicht unbedingt gut. So. Gut, dann haben wir jetzt aber auch sehr viel Zeit da verschwendet. Dass ich sagen würde. Wir schauen uns nochmal kurz hier was an. Haben wir noch irgendwas Neues bekommen? Naja, natürlich habe ich was Neues bekommen. Nämlich hier die Donnerwetter und Kometenschauer. Ansonsten. Gibt es denn schon irgendwas Cooles, was fusionieren könnte?
bekomme ich ein Eisra raus, okay. Giftlinge. Eisender Aero, was wird daraus? Auch ein Eisra. Ist eigentlich nichts Tolles gerade. Eisklinge, Eisra und so ein Zeugs halt. Kann ich das denn rausmachen einfach? Sonst irgendwas Antigraf könnte ich noch reinpacken. Verwirrschlag, okay. Fesselschlag. Antigrafra. Blitzra. Machen wir einen Fesselschlag, würde ich sagen. Und hauen einfach einen Zeitkristall rein. So, Magie hast, okay. Hört sich schon mal gut an. Feuer mit Sturmlauf könnte ich noch machen. Vita. Was kann ich dich so machen? Mit Aero oder mit Vita? Dann machen wir einfach mal Vitra draus. Machen noch ein Zeitkristall rein. Bekommen nochmal Magiehast. Oh yes. Was haben wir noch so? Antigraf. Magnet für Blitzra. Aber Magneten möchte ich lieber irgendwie anders benutzen. Kann ich irgendwie Magnera machen oder sowas? Nee, leider nicht. Magnet ist nämlich sehr, sehr nützlich, meinen Augen. Deswegen möchte ich das nicht unbedingt da weghauen. Aerora und Eisra. Mal ein Aerorad raus. Und schmeißen rein einen Luna-Kristall. Heilkunde, okay. So. Damit haben wir jetzt nämlich noch ein paar neue Fähigkeiten im Endeffekt. Und das ist auch das Interessante dabei. Deswegen werde ich die jetzt auch erstmal mitnehmen. Damit ich erstmal schön die Magie hast und alles mit reinkriege. So, denn unter Status kann man jetzt... Ah ja, Feuerbrunst und Diamantenstaub, gut. Fertigkeiten war es, genau. Können wir jetzt ja gucken. Heilkunde. Je nach Aktionswirkung der Heil-Items steigt an. Mehrfach ansteigen erhöht die Wirkung. Okay, wir benutzen selten Items, aber wenn wir welche benutzen würden. Und Magias Nachladezeit aller Magiekommandos in deinem Deck verkürzt sich. Mehrfaches Anlegen verkürzt die Zeit. Wenn man das dann fünfmal drin hat, ist das dementsprechend dann sehr, sehr gut, weil dann kann man sich schneller heilen, etc. Deswegen ist die Kommandofusion so gut. Gut, aber im nächsten Part kommen wir jetzt dann endlich ins verwunschene Reich, nachdem wir jetzt so lange in der Arena und mit dem Kommandobrett noch rumgeeiert haben. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!